Goebbels töte ich nicht und sonst habe ich Repopulation. Goebbels ist doch schon tot, oder? Goebbels nein. Ist, Goebbels steht hier voll Goebbels im Saft. Kuh. Hallöchen und willkommen zurück im Blog. Heute wieder mit Goro, Nefi, Anne und Maxi. Und einem Penis. Das war nicht meine Aufgabe, aber ich habe mich einfach es danach ist eine gefühlt. Kirche. Ich dachte, man sieht das mit. Du hast sogar die Eier dran gepackt, links und rechts. Das stimmt leider. Das ist Kirchenschiff. Wer baut denn? Ich stelle mir gerade. Mann! Anne? Es hat Fenster! Was machst du denn da? Ich kümmere mich um mein Kirchenschiff. Das ist doch nie im Leben ein Kirchenschiff, Anne. Warst du jemals in der Kirche? Moderne katholische Kirche. Da hätte ich nie, wäre ich nie nebenbei eingezogen bei der katholischen Kirche. Das ist doch jeden Sonntag. Friseur, ich hätte gern einmal das Kirchenschiff, wenn Sie verstehen. Tut mir leid, das müssen wir abreißen. Das ist doch, komm, mach sie. Ich finde es so schlimm jetzt und ohne Scheiß. Das ist jede Woche am Bimmeln, Alter. Da hätte ich mir doch keine Wohnung daneben genommen. Also bei mir täglich immer. Bei mir jede täglich. Woche am Pimmeln. Am Bimmeln. Am Bimmel, die Kirchenglocken bimmeln, ey, verdammt Anne, nochmal. Annes Aufgabe war, einen riesigen Phallus ins Haus zu bauen. Hier. Nein, ins Haus zu bauen. Nicht. Das ist tatsächlicherweise nicht korrekt. Also, wenn das nicht deine Aufgabe ist, dann weiß ich aber auch nee, nicht. Dann weiß ich auch nicht. Das irgendwelche Sehstörungen. Sag, dass es deine Aufgabe war, weil sonst kannst du es das hier nicht. Es ist nicht meine Aufgabe. Es ist Teil ihrer Aufgabe. Nein, ist es auch nicht. Sie baut einfach wirklich so hässlich. Ganz ehrlich, du musst es aber einfach sagen, weil da kannst du dich irgendwie rausreden und entschuldigen. Ja, ganz genau, so nach dem Motto, ja, es tut mir leid, das war meine Aufgabe. Ich find, die Kirche sieht okay aus, nur weil sie noch nicht fertig ist, müsst ihr jetzt nicht darauf rumhacken. Echt mal, es kann halt nicht jeder bauen. Ich hätte mich jetzt gefreut, hätte sie mir drauf rumreiten. Da müsst ihr nicht drauf rumreiten. Oh, den mit drauf rumreiten fand ich gut. Ja, habe ich langsam gecheckt, aber you know. So, warte mal, von wem haben wir denn jetzt die Aufgaben eigentlich schon? Eigentlich nur von Goro. Was ist denn Maxis Aufgabe, ein neues Gebäude anzufangen, oder? Nein, es setzt nur etwas voraus, was passieren muss. Was ein bisschen es muss ein Tier irgendwie geschlachtet, halal, muss etwas halal geschlachtet werden. Ganz ehrlich, es muss etwas passieren, was in dieser Konstellation unmöglich ist. Dass Jimmy was sagt. Ruhig, es muss ruhig sein. Warte, bis Jimmy was sagt. Ja, weiß ich nicht. Also in der Konstellation ist es relativ schwer, dass Jimmy was sagt. Ja, kann man so sagen. Das wäre aber auch geil. Das nächste Mal, wenn einer nicht da ist, dann ist einfach die Aufgabe von wegen, sei der nicht da ist. Oh. Wow. Man weiß es dann eine sofort, gute Idee. Ne? Aber ich glaube, er spoilert alle Ideen jetzt. Nächste Woche sitzt ja, jetzt ist, da. Nächste Woche bin ich extra nicht da, ja, damit einer das nehmen kann. Ich möchte gerne eine Hose-Impression haben dann. Heißt aber auch, du darfst einfach in die Wohnung von dem Jäger reingehen? Man ist was? Der. Man ist muss der. Auch bei dem Projekt ja, das mitbauen. Genau. Ja, das heißt, also, du baust dann sein Projekt weiter und gehst in sein. Ja gut, das finde ich in Ordnung. Ja, wenn du es verkackst, ne, dann bist du dran. Wo ne? hast du Essen in deiner Wohnung? Ich muss mal kurz hier hier, ne? Ja. Darf ich rein und was nehmen aus deinem Essen? Nee, warte mal, hab ich nicht. Komm mal. Nee, ich stehe vor dem Haus, kannst du was haben. Ich glaube aber, dass die nicht gut genug sind für. Oh, das ME-System kann ich nicht stehen lassen, oder wie? Also, kannst du gerne, aber ich. Gab's da schon. Oh. Stop Building Shaming! Stop Building Shaming, ey. Body Shaming. Ja. Das ist ja eigentlich nichts anderes. Raus ne? mit dem Penisturm, raus mit dem Penisturm. Baut eine Mauer drum. Also, die Mauer muss aber so hoch sein, dass das ganze Gebäude verdeckt ist. Also sehe ich das richtig, dass alle gegen den Penisturm sind von Anne? Gar nicht. Nein, Anne ja nicht. Ich erkenne ja jetzt nicht unbedingt den Penis, aber ich finde den jetzt nicht so schlimm. Außer, dass er aus Cobblestone ist, was schon. Ja. Ich will nicht sagen, also hässlich ist, aber ich bin ganz shit. Ehrlich. Also an sich, man könnte schnell sagen, es ist ein Penis. Aber soll ich normal? Genau, man könnte auch sagen, nehmen? Es ist vielleicht kein Penis. Man könnte auch sagen. Abstrakt. Ey, wir erst das mal ist niemals eine Kirche. Guck mal, von innen sieht es doch gar nicht so schlimm aus. Hast du schon mal eine Autobahnkirche gesehen? Sind wir hier an der Autobahn? Es gibt Autobahnkirchen?
Ja, da kannst du mit dem Auto reinfahren und so. Das ist ein, da, kannst du, da kannst du als Trucker nachts noch hinfahren und mal kurz das Vaterunser beten. Ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie, ich habe immer diese Schilder gesehen, aber noch nie eine Autobahnkirche. Das ist wie eine Kirche, aber halt klein. Das ist halt eine Kapelle, eine moderne Kapelle an einer Autobahnraststätte. Kannst du da beichten gehen? Ist nicht so ein Beichtstuhl grundsätzlich immer sauberer als eine Raststättentoilette? Also, just saying. Wie, du willst im Beichtstuhl kacken? Ja, besser als eine Raststätte, oder? Wahrscheinlich sauberer, ja. Ja, eben. Guck mal, wenn es da noch protestantisch ist, ach, die haben keinen Beichtstuhl, dann kannst du nicht beichten. Verdammt. Held. Schade, da wollte ich sagen, da zahle ich ja sowieso Kirchensteuer. Für irgendwas muss die ja gut sein, die Kirchensteuer. Wieso? Und das Taufbecken. Man zahlt doch so oder so Kirchensteuer. Man kann sich doch rausmelden aus der Kirchensteuer. Ja, ja, das kann man bei uns im Ort, kann man das einmal die Woche für 2 Stunden machen. Was, sich aus der Kirche ausmelden oder in die Kirche scheißen? Ja, 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 das aus der musst du einfach nur einen Brief hinschreiben oder was? Nein, Brief geht nicht, du musst persönlich anwesend sein. Das Problem in Deutschland ist, dass jede Gemeinde kann das so machen, wie sie möchte. Und natürlich machen die das nicht einfach. Außerdem kostet das 30 Euro oder so. Was? Das kostet ja, aber hast du mal gesehen, wie viel Kirchensteuer du im Jahr zahlst? Da würden sich gar nichts bis lohnen. Jetzt, aber... Ablassbrief. Hey, jetzt versteh ich gar nicht mehr. Ablassbrief. Nein, man muss ja sagen, ich weiß ja nicht, wie es bei der katholischen Kirche ist, aber zumindest bei der evangelischen Kirche ist es so, dass viel davon auch in sowas wie Tafeln fließt und so, ne? Diakonische ja, aber ich, Werke. Weißt du, eigentlich, solange es mein Geld ist, würde ich selber schon gerne sagen. Wenn ich Bock habe auf eine Tafel Schokolade oder so, dann kann ich das selber kaufen. Da muss ich doch nicht hier der Kirche Geld geben. Ich möchte hinzufügen, schlechte Witze ist mein alltäglich Brot. Ja, das ist nicht meine Aufgabe. Täglich Brot. Freut ihr euch eigentlich auf Weihnachten? Nee. Ich liebe Weihnachten. Ich bin nicht sehr weihnachtlich. Aber ich mag schon den Alkohol, der nach Zimt schmeckt. Aber das meistens tut's auch, ganz ehrlich, meistens tut's auch ein Glas Whisky mit einem Zimtstreuer oder so. Ich habe 5 Adventskalender gemacht, werde einen Adventskalender für meinen Videokanal machen, habe schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft. Hast du auch einen Nicht-Videokanal? Nein. Verschenk nicht mal was an Weihnachten und ich bekomme auch meistens nichts. Weihnachten ist einfach nicht mein, weiß ich nicht, Weihnachten ist nicht mein Feiertag. Du versuchst es die ganze Zeit. Was hast du versucht? Geh ich gar nichts an. Ich habe jetzt auch die Schuhe, ich brauche noch mehr Leder. Oh, bitte bring meine Kühe nicht um. Hast du schon die ganze Zeit gesehen, was der Achievements-Guru bei macht? Gerade ja, Kuhzüchter und Kuh-Tipper und sowas die ganze Zeit. Solange er sie nachwachsen lässt und ich mindestens 2 übrig habe, ist mir das egal. Goebbels töte ich nicht und sonst habe ich Repopulation. Goebbels ist doch schon tot, oder? Goebbels nein. Goebbels steht hier voll Goebbels im Saft. Alter, Goebbels schreibt schon die ganze Zeit. Immer Nefi ist so ruhig, ne? Ist das wieder seine Folge, wo es so schwer ist? Nefi, sag mal was. Nefi kriegt heute nichts hin. Erzähl uns doch mal, wie dein Tag so war. Ach ja, Nefi, wie war's denn? Wie ist die neue Overwatch-Map? Erzähl doch mal. Weißt du, ich versuche die ganze Zeit meine Aufgabe zu lösen. Ich versuche da irgendwie einen Punkt zu bekommen, wo ich mal anfangen kann. Und dann fragt ihr mich einen Scheiß und dann mache ich die Folge halt auch nicht. Gut. Wow. Naja, das machen wir aber nächste Folge genauso. Nächste Folge machen wir einfach gar nichts. Ja, dann löse ich die halt nicht. Dann hast du die nächste Woche immer noch. Ja, gut. Ja. Dann kann ich mich vorbereiten. Da kann ich mich vorbereiten. Wir wissen dann halt alle, was Sache ist, ne? So, wir haben Zugriff auf das Emesis-System. Wenn man eine Aufgabe nicht macht, muss man dann nächste Woche 2 Aufgaben machen? Weil die Reihenfolge ändert sich ja dann. Nee, muss man nicht. Dann verfällt die Aufgabe halt. Verfällt die Aufgabe halt? Aber verfallen finde ich schon ein bisschen scheiße. Ich würde aber schon scheiße, wenn meine verfällt, weil die ist an sich gut, aber die ist halt scheiße schwer. Ja, aber wenn die auch, also ich fände es doof, wenn eine Aufgabe verfallen kann. Das wäre irgendwie doof. Ja, dann nimmt er die halt mit in die nächste Woche und dann überspringen wir ihn nächste Woche beim Auslosen halt. Ey, guck mal, das können wir doch so, wollte gerade sagen, können wir doch so machen, dass eine Aufgabe so lange gültig bleibt, bis die entweder gelöst gilt. Machen wir so. Und ja, und das heißt also jetzt auch. Aber das nimmt auch ein bisschen den Druck raus, finde ich, weil dann kann man ja einfach sagen, ja, mal die nächste Folge. Nein, also okay, jetzt bei solchen Aufgaben. Weil Maxis Aufgabe ist ja anscheinend auch schwerer, er kann sie ja auch nicht sofort lösen. Ja, es ist, ja, ich meine, jetzt gedacht, die Aufgabe war, mich gerade zu hauen, das hat er erfolgreich gemacht. Nee, es ist tatsächlich etwas, was einfach noch nicht irgendwie eingetroffen ist. Und, aber ich glaube, ich muss Gro noch mal sagen, dass es auch ziemlich schwer ist, dass es eintrifft hier in dieser Gruppe. Ein paar Mal ist das nicht. Ach so, ja, okay, dann. Ja, das stimmt, in ein paar letzten Aufnahmen nicht, aber jetzt bis jetzt halt in diesen Aufnahmen. Ja, bis heute, ja, einmal durfte ich nichts sagen, jetzt darf Nefi irgendwie 8-mal nichts sagen. Wie soll das denn? Doch, ich darf was sagen, aber ich muss halt aufpassen. Und jetzt aufpassen! Aufpassen, was er sagt. Ey, Goebbels will nicht ficken. Darf nicht.
Warte auf den Cooldown, Junge. So, wir haben, wir haben doch, keine. Sonst wäre das so heiß. Du männlich, du weißt doch, 30 Minuten. Anna hat beim Bau des Hochhauses nicht dran gedacht, Kabelkanäle mit reinzubauen. Deswegen ist der ME-Zug jetzt unten beim Lobbyboy. Cool von innen. Ja, aber nicht nach oben hin. Nee, nach oben hin nicht. What? Mach doch außen einen Blitzableiter mäßig. Ja, aber hier mach doch außen hier, so jeder macht, wie er will. Da baut doch eh jeder was hin. Weil ich kann außen, Kabel verlegen. Ich kann es auch mit einer Fassade verkleiden. Mir ist das egal. Und jetzt brauche ich einen Block in einer anderen Farbe. Pass auf, ich mache eine Ecke von dem Haus. Ah, okay, nachdem da jetzt die Kirche hingestellt wurde, möchte ich hier umziehen. Auch, so schlimm sieht die gar nicht aus. Bin ungläubig. Ey, außerdem sieht diese Kirche aus wie Sonntagmorgen, bimmeln da die Glocken, ey. Gibt's das? Warte, ich guck mal, ob's Glocken gibt. Also, wenn ich sonntags ausschlafen kann, dann bimmeln bei mir grundsätzlich die Glocken, wenn du verstehst, was ich meine. Ich möchte nochmal hinzufügen, schlechte Witze war nicht meine Aufgabe. Bell. Oh, es gibt Glocken. Christmas Bells. Wie sehen die denn aus? Oh, das sind richtige Glocken. Richtig. Was hast du denn gedacht, was die sind? Das sind richtige Glocken. Ey, voll so geilen Glocken. Guck dir das an, die dicken Glocken, die Kirche da hat. Warum wird das automatisch pervers, wenn du das auf Kölsch oder was auch immer das war sagst? Weil es aus Hausmeister Krause ist. Ja, weiß ich doch nicht. Guck dir die Glocken an. Jetzt klingt's lächerlich, also nach Kölsch. Bier. Wieso darf Anna eigentlich die ganze Zeit fliegen? Darf ich auch irgendwie ein Haus bauen, einfach so im Creative? Sag weil, nicht dazu, guck mal, ich habe so viel Kompetenz schon nicht gefunden. Zeit. Infrastruktur, die Kirche und der Rest ist halt einfach wie sehr. Das ist ihre Aufgabe, selber. Die ganze Zeit rumfliegen und zu bauen im Creative Mode, bis es jemand auffällt. Oh nein, ihr habt mich erwischt. Cheaten. Da hätte ich was Besseres gebaut als ein Penis. Was ist denn hier? Ihr Gotteslästerlichen. Naja, also ich um jetzt mal den Katholizismus hier ein bisschen zu verteidigen, ne? Wer sagt, dass man in der Kirche keinen Penis anbeten kann? What? Sag mal, Maxi, sieht das nicht ein bisschen blöd aus, dein hypermodernes Haus hier und daneben hier das Ding mit den Luftballons? Ja, das ich ist der Eröffnungsfeier. Muss leider weichen. Ja, hier apropos Dekoration und sowas. Ja, müssen wir sowieso, müssen wir eigentlich für Weihnachten irgendwie wenn Trump so, hier erstmal eingezogen so ein krasses ist, Special sowieso machen, wo wir hier alle so einen Weihnachtsbaum und Shit aufstellen, so wie in Manhattan? Und so. Was Scheiße, das? Stimmt, wir brauchen noch einen Weihnachtsbaum. Anne, das hättest du mal bauen sollen, nicht so eine komische Kirche da. Ja. Okay. Oder ein Adventskranz. Ich finde das überhaupt nicht cool mit dem Weihnachtsbaum. Wisst ihr das eigentlich? Ja, das ist... Das geht gegen meine religiösen Werte hier. Richtig, was sind denn deine religiösen Werte? Das würde mich jetzt interessieren. Die existieren nicht, deswegen sind die dagegen. Wie wär's mit dem Adventskranz? In anderen Worten, du hast einfach... Kein Bock. Ja. Oder ein Kalenderlicht. Ich will hier nichts Weihnachtlichen auf dem Server sehen. Oh lol. Ich bin der Grinch. Vielleicht seine Aufgabe einfach. Darf ich jetzt mit meiner Aufgabe aufhören? Ja, sure. Also kann man eine Aufgabe aufgeben oder so? Sie hat den Busch um den Penis gepflanzt. Ich finde es sehr erfolgreich. Ja. Was ist denn jetzt mit dem Adventskranz? Ich glaube, den hat Anne gerade gebaut, um die einzige Adventskerze, die wir haben jetzt im Dorf. Da fehlt noch eine Flamme oben drauf. Weißt du, dass das sieht ein bisschen weiß aus wie die Hochhäuser bei Pokémon oder so? Die sind super hässlich, oder? Also bei Pokémon. Was? Und das Haus bei Anne. Darf ich jetzt aufhören, Hose? Ja, du darfst aufhören. Ist okay. Also meine Aufgabe war, ein Phallus-Symbol zu bauen, aber ich musste es vehement abstreiten. Ist uns überhaupt nicht aufgefallen. Ja gut, es ist keinem aufgefallen, dass sie es vehement abstreiten. Also nicht als Teil der Aufgabe halt. Ne? Okay, jetzt können wir es wieder abreißen, ist gut. Jetzt finde ich es gut. Ganz ehrlich, so schlimm ist es jetzt gar nicht. So schlimm war es nicht. Hättest du gesagt, dass das ein Phallus-Symbol ist, hätten wir das akzeptiert, Anne. Als es rosa gebaut wurde am Anfang, da war es halt. Können wir das aber als die Kirche des heiligen Johannes da stehen? Anne, lass das stehen! Nein, mach das weg! Pack die Eichel wieder oben drauf. Anne! Mach das weg, das ist hässlich. Kommt später noch. Außerdem ist es gecheatet, wenn, dann baue ich das richtig. Oh, jetzt auf einmal geht's um Cheaten, ja. Ich habe meine ganzen anderen Gebäude auch ohne Cheaten gebaut. Oh ja, da erinnere ich mich dran. So wie das Bürogebäude zum Beispiel. Da erinnere ich mich dran. Ihr seid doof. So wie das Gebäude daneben, neben Bürogebäude. Was wäre mit so einem Weihnachtsbaum? Wäre der jetzt Infrastruktur? Nee, wäre cool, wenn ihr das nicht machen würdet. Ich habe nämlich dann auch was geplant. Danke.
Ich möchte nicht, dass Maxis Hirn irgendwie aufquillt, weil er so raged wegen Weihnachten. Entschuldigung, ich weiß nicht, was bei Ungläubigen passiert, wenn die einen Weihnachtsschock kriegen. Ja? Ich bin nur vorsichtig. Guck dir Maxi an. Kann man eigentlich in einer Nicht-Eis-Gegend Eis reinbringen, ohne dass es schmilzt? Nee, ne? Doch, es gibt Packed-Eis, gibt es. Du darfst nur keine, ja, entweder Packed-Eis oder du nimmst ganz normales Eis und da hast keine Fackeln in der Nähe. Aber das Packed-Eis denn im Modpack? Nein. Also wenn man normales Eis platziert und es ist keine Fackel in der Nähe, dann geht oder das keine nicht. Andere Lichtquelle, dann geht das, ja. Also die Schneemänner. Was ist mit der Sonne? Die zählt nicht als Lichtquelle. Okay. Die Schneemänner haben ja gut funktioniert. Ja. Also Eis und Schnee bleibt auch liegen und Eis. Okay. Und Eis. Ich ahne und Eis, habe ich schon Eis gesagt. Aber ja. Ob Nefi jetzt seine Aufgabe wirklich schafft und was Hoses Aufgabe ist und Max. Meine Aufgabe war schon, just saying. Oh. Hä? Ja, das findet ihr in der nächsten Folge raus. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Bis zum nächsten Mal. What the fuck?